und herzlich willkommen bei den Zwergperten. Mein Name ist Laura und ich möchte euch heute mal den Axkit Minikit vorstellen. Der Minikit ist dafür gebaut worden, dass er ein bisschen schmaler ist, ein bisschen kleiner ist als der Kitzofix und vor allem auch ein bisschen leichter. Die unterscheiden sich an der Basis. Hier hat der Kitzofix vorne eine breitere Basis. Der Minikit hat extra nur diese schmalen Beine. Die Sitzschale an sich ist komplett gleich. Also die Sitze passen gleich lang und sie passen auch ab dem gleichen Alter, also ungefähr ab 80 cm, sagen wir mal, bei manchen Kindern auch mal früher, aber normalerweise ungefähr ab 80 cm. Ihr seht hier die Sitzschale. Das ist ein Sitzverkleinerer, den kann man dazu kaufen. Der ist nicht immer dabei, weil viele Leute den Axkit erst später kaufen und die Kinder schon größer sind. Deswegen ist es optional erhältlich. Das Besondere am Minikit und an den Axkit-Sitzen überhaupt ist die Kopfstütze, die sich automatisch mit einstellt. Jetzt wird es gleich laut, wenn ich hier mal den Knopf löse und die Gurte locker mache, dann rutscht die Kopfstütze hier nach oben. Das heißt, man schnallt das Kind ab und die Kopfstütze rutscht in die oberste Position. Und wenn ich das Kind dann wieder reinsetze, hier ist der 5-Punkt-Gurt, der wird dann einfach eingeklickt, man zieht die Beckengurte straff. Und wenn ich jetzt hier wieder ziehe, dann kommt die Kopfstütze runter und zwar bis auf Höhe der Schultern. Für kleine Kinder, da ist es manchmal ein bisschen schwierig, dass das richtig gut hält und man richtig gut das festziehen kann, gibt es hier extra eine Bremse. Also man kann dann, wenn das Kind angeschnallt ist, den Knopf in Richtung Stopp machen und dann ist die Kopfstütze fest. Wenn ich jetzt hier den Gurt löse, passiert nichts mehr. An sich ist es aber so gedacht, dass der Gurt sich ein bisschen nachstrafft und deswegen ist es eigentlich wirklich nur für kleine Kinder gedacht. Den Sitzverkleinerer kann man dann auch rausnehmen. Da ist einfach nur das Gurtschloss durchgesteckt. Und dann zeige ich euch mal, wie groß die Sitzschale ist, wenn man jetzt wirklich komplett löst. Dann geht sie wirklich von hier unten bis hier oben und das macht den Axkit, also die Axkit-Sitze, den Minikit und den Kitzofix zu den am längsten passenden Sitzen überhaupt. Also überhaupt in unserem Sortiment jetzt. Der Minikit hat auch mehrere Neigungsverstellungen. Das funktioniert hier unten. Hier gibt es einen Griff. Und dann kann man diesen Fuß rausnehmen. Da gibt es mehrere Positionen. Und je nachdem, wie weit der Fuß drin oder draußen ist, ist der Minikit dann geneigter oder weniger geneigt. Der Minikit hat auch den schwedischen Plus-Test bestanden. Wenn man den Minikit einbauen will, braucht man Spanngurte oder Zusatzgurte. Bei den Axkit-Sitzen sind diese hier dabei. Das heißt, ich habe zwei solche Gurte, die ich im Auto verbaue. Die eigentlichen Spanngurte sind hier seitlich am Sitz dran. In unseren deutschen Autos sind normalerweise keine Ösen, in die man das einfach einhaken könnte, außer man hat zufällig einen Volvo, da kann das vorkommen. Bei allen anderen ist es aber nicht schlimm, denn man hat jeweils zwei dabei und die braucht man, um den Sitz in ein Auto einzubauen. Wenn man ein Auto hat, wo der Einbau von diesen Gurten ein bisschen fummelig ist, kann man die einfach doppelt kaufen, wenn man häufig wechseln will und lässt die Ösen in den Autos drin. Es gibt auch die Möglichkeit, solche Ösen unter die Schienen von den Sitzen zu schrauben. Also beispielsweise der Kindersitz steht hinterm Beifahrersitz und unter die Schiene vom Beifahrersitz kann ich so eine Öse schrauben. Die gibt es extra bei uns im Onlineshop zu kaufen. Das kann man nicht mit denen hier machen, sondern man braucht dann welche, die verschraubbar sind. Die haben dann hier so eine kleine Öffnung für eine Schraube und sind aber an sich ähnliche Ösen. Dieser Gurt wird um irgendwas im Fußraum drumherum geschlungen. Also entweder um die Schiene vom Beifahrersitz oder um das Gelenk zwischen Sitzlehne und Sitzfläche. Dann steckt man es einfach durch und führt das seitlich rum. Manchmal gibt es auch andere Befestigungsmöglichkeiten unter dem Beifahrersitz. Dann steckt man das einfach durch und immer hier, wo die farblichen Markierungen sind, ist eine Öffnung in diesem Gurt. Man kann das dann einfach durch die Schlaufe stecken. Hier ist jetzt beispielsweise was dazwischen. Dann zieht man das fest und hier kann man dann diese Spanngurte hier einklicken. Das Ganze haben wir jetzt hier schon mal festgemacht, damit ich euch einmal zeigen kann, wie der Minikit zu befestigen geht. Und zwar wird der Minikit einfach draufgestellt. Machen jetzt den Fuß mal raus, denn in den meisten Autos ist es so, dass man den Fuß so weit raus macht wie möglich, denn man möchte ja eine schöne Sitzposition fürs Kind haben. Dann wird das aufgestellt. Es gibt hier zwei Klemmen, auf jeder Seite eben eine.
Und der Gurt wird gleich hier drüber geführt über die Sitzfläche. Kommt hier einmal nach vorne. Man kann den Gurt auch unter dem Bezug entlang führen. Das ist aber egal, es kommt einfach darauf an, was einem besser gefällt. Und ist nicht unbedingt nötig. Der Gurt wird auf der anderen Seite eingeklickt. Darauf achten, dass beide Schnallen offen sind. Und dann wird hier auf dieser Seite der Schultergurt freigelassen. Also auf der Seite, wo der Schultergurt von oben kommt und wo nicht das Gurtschloss ist, ist der Schultergurt frei. Auf der anderen Seite werden beide Gurtteile mit durch die Klemme geführt. Jetzt ist der Sitz vorne erstmal befestigt, aber wackelt natürlich noch. Und aus dem Grund gibt es zum einen hinten den Stützfuß, den man ausfahren kann und der bei Axkit sehr lang ist. Und zum anderen die Gurte. Die werden eingeklickt. Die kann man in der Länge verstellen. Und man kann sie auch nochmal hier. Das Schöne an dieser Aufrollautomatik ist, dass man nicht selber ziehen muss, sondern dass man dann einfach drücken kann und die Gurte sich festziehen. Rechts, links, dann werden sie fester. Normalerweise steht der Stützfuß auf und dann ist irgendwann Schluss mit den Gurten. Man kann immer, wenn einem der Sitz noch nicht geneigt genug ist und das Polster das hergibt, einfach relativ weit drücken und dann legt sich der Sitz noch weiter um. Das ist soweit zur Gurtinstallation eigentlich alles und der Sitz ist jetzt fest. Wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch einfach unter info@zwergperten.de oder schaut im Onlineshop nach. Vielleicht findet ihr da schon die Antworten. Bis bald. Tschüss.